Und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Football Stars. Wir sind wieder am Start mit dem allwöchentlichen Fußball-Talk, der diese Woche bereits schon zum zweiten Mal kommt, denn wir haben englische Woche in der Bundesliga. Die letzten Spiele des Jahres stehen an und auch dafür gibt es wieder einige Challenges, unter anderem natürlich zum Kracher Bayern München gegen RB Leipzig. Der Kampf um die Spitze, der Kampf um die Herbstmeisterschaft, auch wenn es noch nicht der letzte Hinrundenspieltag ist, sondern lediglich der letzte dieses Jahr, aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Dazu haben wir am Dienstag beispielsweise diese vier Spiele hier im Angebot, zu denen ich euch gleich auch eine Challenge zeigen werde. Am Mittwoch haben wir natürlich die Challenge zu Bayern und dazu kommen noch meine Tipps und wir gucken uns vorher noch mal kurz die Auswertung an, wie es dieses Wochenende so gelaufen ist. Wenn euch das gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, was für eine großartige Unterstützung das ist momentan. Glaubt mir, die Likes bedeuten mir noch mehr als alles andere. Dementsprechend wäre es nett, wenn ihr ein Like da lasst und wenn ihr vor allem auch, checkt einfach mal die Videobeschreibung aus. Könnt ihr mir vielleicht den Gefallen tun, das wäre super lieb, wenn ihr einfach mal die Beschreibung checkt und eventuell mal an der Challenge teilnehmt mit mir zusammen bei Bayern gegen Leipzig oder jetzt vielleicht am Dienstag. Das würde mir viel bedeuten. Es ist für euch kein wirklicher Aufwand. Ja, es kostet nichts. Ihr könnt euch mit Google Plus anmelden. Das ist alles easy und ihr könnt im Idealfall, wenn ihr ein bisschen aktiver werdet und wenn es euch gefällt, am Ende sogar richtige Prämien abstauben. Von daher, ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das mal auschecken würdet. Es kommen aber jetzt wieder aktiver Videos. Ab morgen geht's weiter. Ich bin immer noch nicht ganz über den Berg, sag ich mal. Meine Stimmung ist immer noch nicht auf dem Höhepunkt, aber ich glaube, das hier hilft mir auch, alles ein bisschen zu verarbeiten und hilft mir wieder positiver zu werden. Dementsprechend kommen jetzt wieder Videos, so gut ich es schaffe. Wenn ich einfach keine Energie habe, dann kommt halt keins. Aber ja, so viel zu diesem Thema. Damit haben wir das auch abgeschlossen. Und ich danke nochmal für die dicke Unterstützung, aber ihr werdet nicht erfahren, was vorgefallen ist, denn das gehört nicht auf YouTube und das gehört in mein Privatleben. Und ich bin zwar real, aber so real auch nicht, weil das Ganze gehört getrennt. So, wir gehen auf Auswertung, gucken uns einmal an. In der Bundesliga lief es wieder nicht so gut, leider Gottes. Dafür in der Premier League Leistungsbereitschaft TSG gegen BVB. Und das lag ganz einfach daran, dass zwei Spieler, die ich in meiner 11 hatte, beziehungsweise in meiner 6 hatte, nicht gespielt haben. Und zwar Rupp und Paslak. Dementsprechend mit den beiden zusammen wäre ich wahrscheinlich hier irgendwo gewesen und hätte gewonnen. Aber leider Gottes war das nicht der Fall. Und dementsprechend haben wir Wagner, Dembélé, Ginter und Toljan auch nicht viel gebracht. Schade, aber kann man jetzt nichts machen. Vielleicht läuft es diese Woche besser, beziehungsweise, ja doch, diese Woche ist es ja im Endeffekt. Und in der Premier League, die Challenge läuft noch, weil das Topspiel zwischen Everton, also das Merseyside Derby zwischen Everton und Liverpool ja noch nicht gespielt ist, sondern heute Abend stattfindet. Zabaleta, Bellerin haben beide eine Flanke geschlagen, De Bruyne hat 12 Flanken geschlagen und Özil hat 3 Flanken geschlagen. Momentan sieht sie relativ gut aus, die Auswertung ist natürlich noch nicht ganz da, aber ich habe momentan 17 Flanken und auch wenn ich nicht alle Teams einsehen kann, haben wir da teilweise, 5 dabei oder auch beim nächsten, gucken wir da mal drauf, das ist jetzt wieder der gleiche. Beim nächsten haben wir 0, weil ich das Team nicht sehen kann. Hier haben wir 6, das haben wir hier am Start. 14, das ist natürlich noch eng, ja, aber er hat immerhin 3 weniger, auch wenn natürlich von seinen Spielern noch 4 spielen, also das könnte wirklich eng werden. Aber hier ist ja 1, 2, 3, also die ersten 3 gewinnen was, von daher bin ich da eigentlich relativ positiv, dass ich irgendwas bei rumbekommen sollte. Kolarov hat keine Flanke geschlagen, das tut mir hier sehr gut. Chuck hat auch keine Flanke geschlagen, warum auch immer das glauben hätte. Er, Kollege, hat nur 6 Flanken und auch er hat 14. Also das ist noch so ein bisschen, naja, kritisch. Aber wir werden sehen, wie das Ganze am Ende ausschauen wird. Wir gehen zu den Challenges der Bundesliga und ich habe diese Aufnahme gerade schon mal gemacht. Dementsprechend, ja, kann ich euch nur die Teams zeigen und erzähle euch ein bisschen was zu den Challenges. Wir gehen hier auf Ändern und da sehen wir einmal das Gewinnerteam vom Bundesliga-Dienstag und die Challenge zum Mittwoch. FC Bayern gegen RB Leipzig abgegrätscht. Jeweils ist das Preisgeld 400 Coins, die Teilnahmegebühr ist 50 Coins und wir haben hier beim Gewinnerteam, also vom Bundesliga-Dienstag, einfach ein Team aus 11 Spielern zusammengestellt, hatten glaube ich 40 oder 50 Millionen Budget, bin mir nicht ganz sicher und wir hatten die Aufgabe, beziehungsweise die Restriktion sozusagen war, dass wir nur 2 Spieler von jeweiligen Teams nehmen durften, also nur 2 von Frankfurt, 2 von Dortmund und so weiter und so fort und so sieht das Ganze jetzt aus. Radetzky, der spielt gegen Augsburg, ich verwechsel das schon wieder, es ist unglaublich. Radetzky spielt gegen Mainz und ich glaube, Frankfurt gewinnt mit 2:0. Dementsprechend Clean Sheet und ich denke, er wird ein gutes Spiel machen. Defensive, zuletzt mit etwas kritischen Ergebnissen mit ihren Teams. Gladbach verloren, nee, unentschieden verloren? Gegen Augsburg auf jeden Fall nicht so gut dagestanden. Vallejo mit Frankfurt verloren gegen Wolfsburg auswärts und Kolasinac nur unentschieden gegen Freiburg. Aber das sind alles 3 Spieler, die momentan gut in Form sind und die allgemein sehr stark sind. Von daher glaube ich, dass die Punkte machen werden. Mittelfeldern Schmied, der war zuletzt recht gut und ich wollte halt einen günstigen Spieler da reinnehmen. Deswegen auch 3-5-2 und nicht 3-4-3. Hätte auch G reinnehmen können. Allerdings hat es vom Budget nicht mehr gepasst. Also hätte ich nicht reinnehmen können. Und auch wenn er gegen seinen Ex-Verein spielt und hochmotiviert sein wird, glaube ich, dass Schmied als Mittelfeldspieler gegen Dortmund, die gerade zu Hause so stark sind, nochmal ein bisschen mehr Chancen, da Punkte zu machen. Seguin zuletzt sehr gut gespielt für Wolfsburg in meinen Augen. Momentan ist Wolfsburg ja so ein bisschen durch den Sieg gegen Frankfurt im Aufwind. Vielleicht können sie das jetzt mitnehmen und dementsprechend wieder punkten gegen Gladbach, auch wenn es natürlich schwierig wird auswärts. Aber das sind 2 Teams, die in der Krise sind momentan. Allgemein viele Top-Teams in der Krise. Und dementsprechend hoffe ich einfach, dass der wieder ein paar Punkte machen wird für seine 1 Million, die er nur kostet. Das ist in Ordnung. Ich wollte hier erst Latza hinstellen, aber ich glaube nicht, dass Latza seine Leistung wie gegen Hamburg wiederholen wird. Dementsprechend steht da Yunus Malli, der in meinen Augen der beste Mainzer ist. Dann Mario Götze, zuletzt gut gespielt gegen Hoffenheim. Und ich hoffe, dass er auch das wiederholen wird jetzt gegen Augsburg unter der Woche. Und ich denke, er wird von Anfang an spielen, genauso wie Jeff
Jevgen Konoplyanka, der hat zuletzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht, ist endlich angekommen in der Bundesliga. Und gerade wegen der verzwickten offensiven Situation bei Schalke glaube ich, dass er wieder spielen wird und dementsprechend auch eventuell ein paar Punkte gegen Hamburg machen wird, auch wenn auswärts in Hamburg nicht das Einfachste ist. Dazu haben wir noch Öztun Ali und Aubameyang in der Spitze. Ober ist, denke ich mal, offensichtlich. Und Öztun Ali, weiß ich noch nicht, ob ich den wirklich da behalten will, weil ich halt glaube, dass die nicht treffen werden. Allerdings glaube ich auch nicht, dass Hamburg gewinnen wird. Das ist so ein bisschen kritisch. Und Wood ist halt einfach zu teuer. Gregoritsch ist mir nicht... Wood ist nicht zu teuer. Wer ist denn das? Kostic ist zu teuer. Wood ist nicht zu teuer, aber Wood trifft, ist halt auch so wieder die große Frage. Gregor, ich glaube, ich bleibe bei Öztun Ali. Weil selbst wenn er nicht trifft, der ist ja kein Goalgetter, sondern eher Vorbereiter und Creator, dann könnte er eventuell trotzdem Punkte machen. Müssen wir mal schauen. Meine Tipps auf jeden Fall. Ihr könnt mir gerne eure in die Kommentare schreiben und auch eure Meinung zu meiner Elf hier. Gladbach gegen Wolfsburg 2:1. Hamburg gegen Schalke 1:2. Dortmund gegen Augsburg 2:0. Und Frankfurt gegen Mainz ebenfalls 2:0. Bin mal gespannt, wie das alles so laufen wird. Aber wenn es gut läuft, dann gewinne ich hier maximal 400. Wieder mal 1-3. Das heißt, eigentlich nicht so die schlechtesten Siegchancen. So, gehen wir zurück auf die Challenges und gehen wir auf die zweite und das ist halt eben der Mittwoch. Zum Mittwoch möchte ich ganz kurz die Tipps abgeben. Ich hoffe, die finde ich hier jetzt gerade direkt. Bundesliga Mittwoch, genau. Ingolstadt gegen Sportclub Freiburg. Zuletzt Mike Walpurgis mit einem guten Start mit Ingolstadt. Sind momentan ein bisschen wieder in der Form, haben auch gegen Leverkusen auswärts gewonnen, was man nicht verachten darf. 1:1. Köln, momentan mit Personalsorgen. Leverkusen, momentan in der Krise. 1:1 im Rhein-Derby. Bayern gegen Leipzig, komme ich gleich genauer zu. Ich glaube trotzdem 1:1. Hoffenheim gegen Bremen, nicht 1:1, sondern 2:1 für die TSG. Ich glaube nicht, dass Bremen auswärts Punkte holt in Hoffenheim, die ja noch ungeschlagen sind. Und ich glaube, die bleiben halt auch ungeschlagen und gewinnen gerade zu Hause, weil sie auch gegen Dortmund ja wieder zumindest das Glück des Tüchtigen hatten. Und dann Hertha gegen Darmstadt, ja, 2:0, weil Darmstadt ist momentan einfach zu schwach und Hertha, auch wenn sie gegen Bremen zu Hause verloren haben, sind die einfach zu stark. So, die Challenge starten wir aber nicht, sondern wir gehen direkt mal zu Bayern gegen Leipzig und ich weiß jetzt schon, dass einige Kommentare kommen werden. Nö, was? Leipzig unentschieden in München, wie kannst du denn das glauben? Wie naiv bist du denn? Ja, ich hoffe ehrlich gesagt, dass sie unentschieden spielen, weil ich momentan die Situation sehr interessant finde. Leipzig spielt gut, auch wenn sie jetzt gegen Ingolstadt verloren haben, haben sie jetzt gegen Hertha wieder gewonnen, was auch nicht gerade einfach ist. Und Bayern ist so ein bisschen, ja, gegen Darmstadt war das auch nicht gerade souverän. Es geht hier übrigens um Grätschen. Dementsprechend haben wir nur defensive Spieler. Und das ist gar nicht mal so einfach, weil bei Bayern, die haben momentan so ein bisschen Personalsorge in der Defensive, sag ich mal. Und zudem nicht so die Kämpfer im Mittelfeld. Ich meine, Vidal ist natürlich noch da, Alonso ist aber nicht so der Grätscher. Martinez ist da der stärkste Zweikämpfer in meinen Augen, der momentan auch am besten drauf ist, weil Vidal momentan nicht so stark ist. Diego Demme ist bei Leipzig am besten drauf, dementsprechend oder der größte Kämpfer, sag ich, nicht der größte Kämpfer, der größte Zweikämpfer, sage ich mal, im defensiven Mittelfeld. Deswegen nehme ich den über einen Forsberg beispielsweise rein. Wir haben kein Budget, also das wäre nicht das Problem gewesen. Orban ist momentan ziemlich gut drauf, hat ja auch ein Tor gemacht. Ich denke mal, der ist ein bisschen beflügelt momentan. Red Bull verleiht Flügel und wird auch gegen Bayern gute Spieler liefern. Hummels ist momentan in Topform, dementsprechend steht er da drin. Und Alaba bevorzuge ich einfach über Benno Schmitz, das weiß ich nicht. Also Schmitz hat zuletzt auch nicht schlecht gespielt, aber ich glaube, Alaba wird einfach gerade zu Hause, weil Bayern, wenn sie gewinnen sollten, also wenn jemand gewinnt, dann glaube ich eher Bayern und ich glaube, Alaba wird zu Hause eine gute Leistung abliefern und ist auch allgemein zweikampfstark, von daher mal schauen. Also wie gesagt, ich glaube, dass es ein 1:1 wird, weil Leipzig momentan zu stark ist, auch wenn sie gegen Ingolstadt verloren haben und Bayern, ja, die müssen natürlich gewinnen, die wollen auch gewinnen, die werden motiviert sein im letzten Spiel des Jahres, besonders gegen RB, gegen den zweiten und das noch zu Hause, spielt er natürlich in den Karten, aber ich glaube trotzdem, dass momentan einfach, also es sah gegen Darmstadt nicht so gut aus, vielleicht haben sie das einfach nur sozusagen auf Sparflamme gemacht, um alle zu verunsichern, aber ich weiß nicht, ich kann mir nicht helfen, Bauchgefühl 1:1, aber wenn es in irgendeine Richtung geht, dann eher in Richtung Bayern. Ist zumindest meine momentane Meinung. Ihr könnt mir auch da natürlich gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und das war's von diesem Video. Nehmt bitte an der Challenge teil. Es wäre wirklich toll, wenn ihr das machen könntet. Link ist in der Videobeschreibung. Es kostet nicht, es ist ganz unkompliziert. Und ihr könnt vor allem gegen mich gewinnen. Und wenn ihr gut seid in Zukunft oder Spaß macht, auch coole Sachen im Shop abstauben. Von daher, denke ich mal, ist das gar kein Problem. Merch könnt ihr auch auschecken. Habe ich hier gerade mal wieder an. Und IG Vault könnt ihr auch auschecken. Da habt ihr momentan eine Weihnachtsaktion. Wenn ihr noch Coins braucht, gerade jetzt auch noch relativ günstig. Lange bevor das Team of the Year rauskommt. Wobei, so lange ist nicht mehr. 1,5 Monate noch ungefähr. Also vielleicht wollt ihr euch jetzt schon eindecken. Und dazu noch meine Social Media Links, wo ihr auch sehr gerne vorbeischauen könnt. Instagram, Twitter, Facebook bin ich momentan nicht so aktiv. Aber auch da könnt ihr natürlich gerne mal, ja, vorbeischneiden. Passend zum Dezember, auch wenn wir wieder keine weißen Weihnachten haben werden. Das war's. Ich verabschiede mich. Morgen geht's weiter mit den 7-Minute-Squads. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann. Macht's gut. Und